Die Fangmann Group in Salzwedel. Seit Jahren stehen die Sachsen-Anhaltiner als Full-Service-Partner für technische Projekte vom Anlagenbau bis zur Instandhaltung. Dabei geht es um optimale Lösungen für komplexe Aufgaben, gerade auch im Bereich der Erdgas- und Erdölförderung. Ja, in Deutschland mit den begrenzten Erdgasvorkommen ist es besonders wichtig, die vorhandenen Ressourcen optimal auszunutzen. Durch die Alterung der Lagerstätten verwässern diese immer mehr bzw. benötigen immer öfters Bohrlochsbehandlungen, sogenannte Stimulationen. Die bei diesen Maßnahmen anfallenden Flüssigkeiten müssen zurückgefördert werden. Die dafür vorhandenen herkömmlichen Anlagen sind dafür nicht geeignet. Das war unser Ansatz, eine mobile, kompakte Anlage zur Freiförderung einzusetzen, die die neuesten Umweltstandards und Sicherheitsstandards beinhaltet. Zusammen mit Enris und Hauser hat Fangmann daher die messtechnische Ausrüstung grundlegend und umfassend aus einer Hand konzipiert und umgesetzt. Die Firma Fangmann Automation hat einen Partner gesucht, der ganzheitlich und vollumfänglich aus einer Hand das komplette MSR-Geräteprogramm nach dem neuen MSR-Projektschema dieser Anlage entwickeln kann. Dazu hat ein Projektgespräch stattgefunden mit den Spezialisten der Fangmann-Gruppe, in dem wir gemeinsam die Anforderungen an die Messaufgabe und die optimalen Einbaumöglichkeiten für die Messtechnik festgelegt haben. Trotz der Vielfältigkeit der Messaufgaben ist es uns gelungen, vier grundlegende Messprinzipien, Druck, Differenzdruck, Füllstand, Temperatur und Durchflussmesstechnik zu vereinheitlichen. Und die hohen Sicherheitsanforderungen und die Anforderungen an die hohe Verfügbarkeit der Anlage haben wir sichergestellt durch zertifizierte Geräte in Sicherheitsschaltung 1 aus 2 oder 2 aus 3, um die Verfügbarkeit zu gewährleisten nach der neuen Norm IEC 61508. Wie so etwas aussehen kann, möchte ich Ihnen jetzt gerne auf einem kleinen Rundgang über die Anlage zeigen. Die Druckmessungen am Eingang des Schwallwasserabscheiders sind ein Beispiel für eine 2 von 3 Sicherheitsschaltung, gefolgt von einer Methan-Rohgas-Temperaturmessung, bei der Enris und Hauser auch die Schutzrohrberechnung umgesetzt hat. Was Sie hier jetzt sehen, ist die Realisierung einer redundanten Füllstandsmessung in 1 aus 2 Sicherheitsschaltungen am Schwallwasserabscheider. Die Verfügbarkeit der Anlage wurde sichergestellt durch das neue Zwei-Leiter-Konzept von Enris und Hauser. Im Falle eines Defektes der Elektronik ist es so möglich, durch Öffnen des Gehäusedeckels, Entnehmen des Displays und der defekten Elektronik die neue einfach reinzusetzen und durch das Laden der abgespeicherten Inbetriebnahmeinformationen aus dem Historaum des Gerätes in die Elektronik ist sofort wieder das Gerät betriebsbereit und die Anlage voll verfügbar. Die abgeschiedene Durchflussmenge am Schwallwasserabscheider wird mit einem Coriolis-Massemessgerät erfasst, der gleichzeitig die Dichte und Temperatur der Flüssigkeit ausgibt. Mit Hilfe einer Stauduktsonde und eines Differenzdrucktransmitters erfassen wir hier die Methan-Rohgasmenge einschließlich einer Druck- und Temperaturkompensation. Arbeiten mit mobilen Freiförderanlagen ist nicht ohne Herausforderungen und so darf nur wer speziell ausgebildet ist, eine solche Anlage auch bedienen. So haben Enris und Hauser und Fangmann Neuland beschritten und nutzen jetzt eine eigene virtuelle Schulungsumgebung. Das Besondere an diesem Projekt war, dass wir in einer frühen Phase der Projektentwicklung die virtuelle Realität eingesetzt haben. Das heißt, wir haben die Mitarbeiter von Fangmann Automation, von Fangmann Industrie und auch die jeweiligen Experten, zum Beispiel von Enris und Hauser, mit an einen Tisch geholt, haben den aktuellen Stand diskutiert, visualisiert und daraus sozusagen die Lösungsansätze generiert. Wir nutzen die virtuelle Realität zurzeit auch zur Mitarbeiterschulung. Das heißt, unsere Mitarbeiter lernen mithilfe der virtuellen Realität den Umgang der Anlage. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns, dass wir mit der virtuellen Realität die Dokumentation verknüpfen konnten. Das heißt zum Beispiel von Enris und Hauser die gesamte Dokumentation mit den jeweiligen Messinstrumenten verbinden konnten und so unseren Mitarbeitern auf dem Bohrplatz diese Informationen zur Verfügung stellen konnten, damit sie ihren Arbeitsauftrag dort auf dem Job durchführen konnten. Die richtige Auslegung der Messtechnik in detaillierten Konzeptgesprächen, die problemlose Inbetriebnahme und die kundenspezifische Dokumentation. Für Fangmann hat genau diese Kombination den Unterschied gemacht. Die Planung im Bereich Engineering lief hier reibungslos. Die Zusammenarbeit unser Haus und Enris und Hauser spiegelt sich in unserem Produkt wider. Die hier eingesetzten Geräte von Enris und Hauser bieten uns eine sehr hohe Sicherheit, weil wir haben hier ein Produkt aus einer Hand,
die einheitlichen Geräterichtlinien, hier auch ausgeführt in der Zweileitertechnik, sind für uns eine sichere Grundlage, was die Messtechnik betrifft im operativen Bereich. Wir können bei eventuellen Störungen kurze Ausfallzeiten garantieren, bedingt durch die Auslegung dieser Geräte. Und abschließend kann man dazu sagen, wir fühlen uns bei Endres & Hauser in der Auslegung dieser Projekte in guten Händen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie die Umsetzung einer Lösung in Ihrer Anlage aussehen kann, dann sprechen Sie uns doch einfach an. Einfach alles, alles einfach. Und im Blau scheint auch bald bei Ihnen die Sonne. Machen Sie es gut. Tschüss.